Hallo ihr Lieben und willkommen im Fashion Circus. Ich habe heute ein Product Haul für euch, ein Make-up Haul. Ich weiß nicht, ob man es im Deutschen genauso sagt, aber ich hatte ein paar Sachen, die ich einfach einkaufen wollte, bin in die Stadt und hatte mehrere Empfehlungen. Ja, und das ist das Ergebnis. Das ist das Ergebnis der Tüte, die ich dafür bekommen habe. Ich hasse Papiertüten. Ich möchte eigentlich immer lieber Plastiktüten haben. Und das ist das Ergebnis. Es war anscheinend etwas zu schwer, was da drin war. Wir fangen auch direkt an. Und zwar habe ich einen Mix aus Sachen, die ich in den Stores gekauft habe, wie Selfridges, Boots. Das sind zwei Produkte, mehr oder weniger High-End Princess-Produkte, NARS und MAC. Und dann auch von Drugstore, Boots, Superdrug, ein paar Sachen zusammen. Und der zweite Part, es sind noch nicht alle Sachen angekommen, deswegen, da werdet ihr alles in meinem Blog nachher sehen. Ich werde auch die Reviews darauf schreiben. Natürlich habe ich die Sachen gerade erst gekauft oder gerade erst erhalten. Noch nicht wirklich reviewbereit, dass ich jetzt sagen kann, dass das besonders daran gut war, das besonders daran schlecht war, was ich eigentlich immer lieber mache. Ich finde einfach, es ist nur viel zu viel Zeit vergangen, seitdem ich das letzte Video hochgeladen habe. Ich habe Besserung versprochen und das wird auch wieder besser werden. Ich mache einfach im Moment unheimlich viel, was meinen Blog betrifft. Habe angefangen mit Food-Rezepten da drin und will auch meine Fashion-Fotos da jetzt bald hochladen. Es ist einfach unheimlich viel im Gange und ich komme abends einfach nicht noch zum Film. Und das ist einfach die Wahrheit. Und ich wollte jetzt mit den Produkten auch starten, auch wenn ich noch nicht alles in aller Ausführlichkeit getestet habe. Trotzdem kann ich schon sagen, was ich von den Sachen nicht besonders mag auf Anhieb. Wir starten mit den Online-Sachen, die ich bestellt habe. Bei Amazon alles amerikanische Produkte, deswegen kamen die gestückelt an und kommen auch immer noch in den letzten Tagen. Ich fange an mit dem ersten Produkt. Ich bin total begeistert davon. Ihr habt bestimmt schon gesehen in meinen letzten Videos, dass ich im Moment total auf Eyeliner stehe und auf so einen kleinen Wing an der Seite. Ich bin nur wirklich nicht sehr talentiert bisher gewesen, dieses Cat-Eye hinzukriegen. Deswegen Liquid Eyeliner sonst nicht so mein Lieblingsprodukt gewesen. Ich habe immer danach geguckt, dass ich, wenn dann einen Stift finde oder mit Eyeshadow es versuche irgendwie auszublenden. The Balm The Schwing Eyeliner ist der Wahnsinn, Leute. Es ist ein unheimlich schöner, ich zeige es gerne auch mal in die Kamera. Ist vorne sehr, sehr soft. Man denkt erst wieder, oh Gott, das kann ich nicht hinkriegen. Aber wenn ihr die Augen beim Zeichnen offen haltet, so wie es mir jetzt mehrere gezeigt und empfohlen haben, das einfach zu machen, dann bekommt ihr diesen Wing oder diesen Schwing auch mit diesem Eyeliner hin. The Balm Schwing Eyeliner, bisher absolut super. Bleibt auch drauf. Was ich nicht mag, ist, wenn man den Eyeliner aufträgt und dann gerade dadurch, dass ich jetzt nicht, dass ich so ein bisschen, ja, ich sag's nicht gerne, weil ich mag es eigentlich nicht an mir, dieses Schlupflid habe, wenn ich die Augen öffne und dann der Liquid Eyeliner, der nun mal Liquid ist, überall hin sich über den Tag verteilt, ist nicht so mein Fall. Dieser zieht unheimlich schnell ein, bleibt dann auch da, wo er sein soll. Und deswegen, so far, I like it a lot. Next one. Diesen habe ich eigentlich durch Zufall bei Amazon gesehen. Ein Light Diffusing Concealer von V7. Ich kannte die Marke vorher nicht und habe es einfach nur als, bei Amazon, wenn man bestellt, werden ja Produkte vorgeschlagen. Das war die Empfehlung, die ja einfach dazu stand. Ist ein Highlighter. Ein Concealing-Highlighter, gerade wenn man Fotos macht, soll es noch toller wirken. Ihr seid jetzt diejenigen, die das bewerten. Ich habe es heute mal unter die Augenbrauen aufgetragen, über den Augenbrauen, einfach um das Auge optisch zu heben. Ich mag es sehr vom Auftragen, fühlt sich unheimlich leicht an und hat wirklich eine Art, ja, so ein bisschen Sparkles drin und spiegelt das Licht sehr, sehr schön. Ich kann jetzt nur vom ersten Auftrag, ich habe es heute das erste Mal ausprobiert, sagen, dass ich sehr zufrieden damit soweit bin. Es macht, was es machen soll. Es erhebt das Auge. Es
hält das Auge optisch auf an den Stellen, wo man eben einen Highlighter setzen möchte. Nächstes Produkt, was ich auch von Amazon bestellt habe, auch aus Amerika, zwei Sachen. Heute nicht auf meinen Lippen, aber ein sehr ähnlicher, noch etwas von mir mehr geliebter Lipstick. Ich hatte letztes Mal gesagt, ich stehe nicht so auf Nude Lipsticks. Diese beiden habe ich jetzt auf Empfehlung auch von Amazon bestellt, von Wet n Wild. Ich habe mehrere Eyeshadows von Wet n Wild schon bestellt und war damit sehr zufrieden. Aus den USA und sehr, sehr günstig. Zwei verschiedene Farben, einmal Just Peachy. Ich habe es auch auf meinem Blog, ich denke, so über den Tag werde ich das noch hochladen, im Vergleich mit der zweiten Farbe einmal fotografiert. Und zwar ist das, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, es ist Farbe C901, ist glaube ich Rosy Dust oder Dust Rosy. Ich kann es gerne nochmal nachgucken und ihr lest es dann unter dem Disclaimer. Zwei sehr ähnliche Farben, Just Peachy, wie der Name schon sagt, etwas mehr Pfirsichfarben und das Rosé ist eher ein Rosé-Newton. Ich muss sagen, soweit, ich habe sie jetzt zweimal aufgetragen, beide Farben, Just Peachy steht mir wirklich gar nicht. Also da kommt diese Online-Sache total zum Tragen. Die sind total günstig. Ich habe sie im Dreierpack gekauft. Deswegen ist es nicht ganz so ärgerlich. Aber ich muss sagen, vom Auftragen, sie sind auch sehr, sehr matt. Und vielleicht muss man einen Lippen-Moisturizer einfach zum Soften auf die Lippen vorher auftragen. Er ist sehr, sehr trocken auf den Lippen. Und das ist, was ich absolut nicht bisher an den beiden Lipsticks mag. Im Gegenteil dazu, und da kommt einfach High-End mal wieder zum Tragen, Dior, absolutes Lieblingsprodukt im Moment, was so meine Lipstick-Sammlung anbetrifft. Rouge, Dior, die Nude-Color davon, absolut, I love it a lot und ist auch heute auf meinen Lippen. Ich glaube, das war es soweit zu den Online-Orders. Es kommen noch mehrere Sachen an und ich bin total gespannt auf eines der Produkte, auf das ich noch warte, das Coty Airspun Powder. Ist ja meistens so, auf was man am längsten wartet. Auf das ist man dann auch irgendwie am neugierigsten. Hab unheimlich viel darüber gelesen und sobald ich es habe, werde ich es euch hier spätestens präsentieren und auch gleich sagen, wie ich es finde. Die nächsten Produkte. Ein Produkt, was ich jetzt schon in noch und nöcher ausprobiert habe, der Beauty Blender. Soll also, sieht lustig aus und ist von mir, wie man es sieht, auch schon ausprobiert worden. Und da sieht man schon mit der Reinigung, da muss ich mir was überlegen. Die Dame, die mir das verkauft hat, gesagt, man kann es mit Wasser auswaschen, sollte mit Wasser und normaler Seife, normaler Duschseife. Es ist nicht wirklich ganz sauber geworden. Das ist also ein Make-up-Sponge, ja, also eine Alternative zum Pinsel, um das Make-up aufzutragen, um auch Concealer aufzutragen. Hat kleine Ecken, wie ich eben schon gezeigt habe. Auch sehr schlau, dass ich es wieder in die Packung reingemacht habe. Hier sind kleine Ecken an den Seiten, um eben in so Hörchen zu kommen, die an den Seiten sind. Einfach nur auf die Hand das Make-up auftragen, dann ganz leicht auf der Hand verteilen und über die Stellen pinseln oder ja, auftragen, wo man es hinhaben will. Und es blendet wirklich wahnsinnig gut ein. Es ist eine unheimlich einfache Art, Make-up aufzutragen. Und ich habe auch das Gefühl, es verschmilzt mit der Haut viel, viel mehr oder auch mit dem Primer, den man vorher aufgetragen hat. Soweit super gutes Produkt von Selfridges gekauft. Nicht ganz günstig, ich glaube 15 Pound, aber trotzdem absolut wertvoll und einfach zu reinigen. Nächstes Produkt. Ich wollte mir eigentlich von Hourglass das Ambient Lighting Powder kaufen. Das fand ich einfach total übertrieben, was den Preis anbetrifft. Ich habe einen tollen Highlighter, Soft and Gentle von MAC, den ich absolut liebe. Und ich fand einfach, das reicht aus. Einfach mal als Alternative, weil ich viel darüber gelesen hatte. Hourglass Ambient Lighting Powder. Ich habe mich dann für eine günstige Alternative, die vorgeschlagen wurde, nachdem ich einfach viel gelesen habe darüber, entschieden. Und zwar ganz normal aus dem Drugstore von L'Oreal. Der Lumi Highlighter.
Ich habe auch ein Foto davon schon in meinem Blog gestellt. Es gibt zwei Farben. Ich meine, das ist die zweite Farbe, genau, Rose Radieux. Es gibt zwei Farben davon. Ich habe mich einfach für die zweite Farbe entschieden, weil es mir empfohlen wurde von der Dame, die im Drugstore gerade gearbeitet hat. Super, super günstiges Produkt, aber tut mir leid, L'Oreal. Ich bin sehr enttäuscht davon und ich muss schon sagen, es ist jetzt nach dem zweiten Auftragen schon Farbeck in meiner Make-up-Sammlung gerutscht. Man denkt erst, wow, super Sparkles, auch besonders, wenn man einmal mit dem Pinsel durchfährt. Okay, das wird bestimmt auch das Ergebnis bringen, was ich mir erwünsche, nämlich die gewissen Stellen, die man im Gesicht hervorheben möchte, zu betonen und einfach schöne kleine Sparkles da zu hinterlassen. Es ist leider nur die erste Schicht, die anscheinend mit kleinen Light Diffusing Sparkles bedeckt ist, nämlich sobald diese erste oder zweite Schicht abgetragen ist. Ich würde sagen, nach dem zweiten, dritten Auftragen, zumindest war es bei mir so, ist diese Schicht auch vergangen. Also einfach als Ergebnis, Lumi Highlighting Powder würde ich mir jetzt nicht für diesen Zweck, nämlich als Highlighting Powder, nochmal nachkaufen. Dann doch lieber zum höherpreisigen oder einfach mit den gut alt bewährten Produkten weiterarbeiten. Das ist ja vielleicht auch mal eine Alternative. Das nächste Produkt, auch vom Drugstore, und zwar Maybelline New Baby Skin. Warum habe ich mir das gekauft? Gute Frage, weil es so schwer zu bekommen war. Es ist wirklich so. Es wurde bei Boots einfach, war eine Werbung darüber und es gab schon wieder keins. Da habe ich gedacht, das wird ein tolles Produkt sein, das muss ich haben. Und es war auch nicht teuer und ich bin sehr begeistert davon. Jetzt habe ich allerdings gelesen, dass es doch einige Negative, was die Inhaltsprodukte anbelangt, gibt. Und ich habe in den letzten paar Tagen bemerkt, dass meine Haut sehr, sehr sensibel reagiert hat. Ich hatte das lange nicht mehr. Ich habe sonst eine absolut klare Haut, aber doch, hat sich itchy angefühlt und ich habe schon gedacht, vielleicht lag es an den neuen Produkten, die ich habe. Und da dieses Maybelline-Produkt Silikone natürlich, das hätte ich mir auch denken können, beinhaltet und Diomethan, ist es Dimethicon, sorry. Ist also ein Silikon, was einfach natürlich nicht besonders gut ist, wenn man sensible Haut hat anscheinend. Ja, Maybelline New Baby Skin soll die Poren verfeinern. Das tut es auf jeden Fall. Wenn man es also schon auf die Hand im Drugstore, im normalen Geschäft aufträgt, über die Hand fährt, es ist ein total silky Finish, ganz, ganz leicht und die Haut sieht auch anders aus, auf jeden Fall. Ich trage es nach der Tagescreme auf und die Haut fühlt sich wirklich richtig angenehm an. Es kann auch sein, dass meine Haut einfach so sensibel danach reagiert hat, aus anderen Gründen. Wetterumstände, Heizungsluft um die Jahreszeit, man weiß es nicht. Vielleicht tue ich dem Produkt auch Unrecht, ich muss es einfach weiter nochmal beobachten. Aber Maybelline New Baby Skin, soweit finde ich, hat es seinen Zweck erfüllt. Und die Haut sieht schon sehr geschlossen von den Poren aus. Ich habe jetzt keine besonders schlimme Haut, dass ich das jetzt brauche, aber so als Primer wirkt es auf jeden Fall. Nächstes Produkt, ich brauchte unbedingt mal ein neues Blush. Also einfach einen neuen Rouge-Ton in meiner Sammlung. Ich habe ein Blush von NARS schon mir hier in der Zeit in London gekauft, und zwar Orgasm. Ist natürlich sehr, sehr pinky und sehr, sehr shiny. Ist sehr speziell. Ich benutze es auch sehr oft. Aber irgendwie liegt der Teufel zwischen mir und den NARS Blushes. Weil, wie ich beim letzten Mal schon erzählt habe, ist auch mein NARS Blush, was ich heiß und innig liebe, damals auf den Boden gefallen, und das gleiche ist jetzt mit dem zweiten Produkt passiert. Ich weiß nicht warum. So sieht es jetzt aus. Die Farbe, wirklich etwas total anderes auch als Orgasm, ist mir natürlich am zweiten Tag runtergefallen. Ich weiß nicht, was da für eine Beziehung eine Rolle spielt zwischen mir und NARS. Farbe ist Madly, ist etwas weniger pinky, ein bisschen Aprikot und auch Orange-Ton mit drin. Unheimlich softe Farbe,
Was ich liebe an dem Blush, jetzt schon nach zweimal auftragen, ich kann es als Bronzer und als Rouge benutzen. Und was für mich auch immer ganz wichtig ist, wenn ich mich mal wirklich vertan habe mit der Menge, die ich aufgetragen habe, es blendet unheimlich schön ein. Wenn man also mal wirklich zu viel des Guten auf der Haut hat und es einfach zu rot, zu dunkel aussieht, ganz, ganz leicht zum Einblenden und unheimlich soft und unheimlich natürlich. Ich finde einfach, dass es gut harmoniert jetzt auch mit der Zeit, die wir haben. Es sollte nicht zu pink im Winter sein und einfach nur natürlich aussehen, weil es ist keiner um die Zeit total tief dunkel gebräunt, wenn er nicht gerade im Urlaub war, die Glücklichen. Und man sieht auch nicht wirklich glowy den ganzen Tag aus, wie man eben im Sommer natürlicherweise vielleicht eher ist. Deswegen, dieses Produkt hat von mir auf jeden Fall ein Thumbs up. Eine Sache, die ich nachgekauft habe, die einfach nicht mehr schön aussah von der Qualität her, weil ich es heiß und innig liebe, von Collection. Ich bin kein totaler Make-up-Fan, deswegen fahre ich eigentlich immer ganz gut mit so Foundation-Concealer-Geschichten. Das ist ein 3-in-1-Produkt und ich kann es also wirklich auf unreine Stellen, auf rote Stellen als Concealer auftragen. Und ihr seht, das ist auch ganz praktisch mit dem Opening hier. Ich habe einen kleinen Mirror mit drin, dass man nochmal das Make-up kontrollieren kann. Finde ich einfach für mich auch eine sehr, sehr gute Farbe. Ich habe es in Farbe 3, Biscuit. Falls ihr meinen Hautton habt, ich denke, das ist so die Farbe, mit der man am besten fährt. Noch eine Sache habe ich für die Haare. Besonders bei meiner Haarlänge ganz, ganz wichtig, dass man die Spitzen schön pflegt. Und ich finde es immer wichtig, dass man halt auch gut die Haare durchkämmen kann, nach dem und vor dem Föhn, nach dem Waschen noch irgendwie was Pflegendes in die Haare gibt, außer einer Spülung oder auch einem Conditioner. Und gerade wenn man viel mit den Haaren macht, ihr seht, ich mache die lockig, ich trage so hoch, runter, glätte die Haare, es ist wichtig, dass man die eben auch pflegt. Und ich habe von Tresemme jetzt von mehreren Freundinnen auch gehört, dass die unheimlich gute Pflegeprodukte machen. Das ist das Argan Oil, war für 2,99 € im Angebot. Ich habe gedacht, ich probiere es aus. Das ist jetzt nicht das Spray, es gibt es auch nochmal als Spray. Das ist jetzt die Pump-Version. Pumpt man also ein paar Mal auf und hat, was weiß ich, Haselnussgröße, reicht jetzt für meine Haarlänge aus und fährt damit durch das gewaschene Haar. Und es geht unheimlich leicht danach, die Haare durchzukämmen. Finde ich bisher wirklich, wirklich ein gutes Produkt und hat meinen Haaren wirklich gut getan bisher. Ich glaube, das war es jetzt. Wir haben alles soweit ganz gut durchbekommen. Ich bin ja einfach nur ganz gespannt, was ihr zu meinen neuen Videos sagt, wie ihr auch meinen Vlog mögt, ob ihr mehr Make-up, mehr Fashion haben wollt. Ich denke mal schon, da sollte auf jeden Fall jetzt noch was in der nächsten Zeit folgen. Ich bin ganz fleißig dran. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein, verfolgt, was ich mache. Und ja, bis zum nächsten Mal im Fashion Circus. Bye!